So, willkommen hier und Hallöchen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Yay, wie lange habe ich das nicht mehr gesagt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Es gab zwischendurch Minecraft-Leben irgendwann mal. Life in the Woods gab es, beziehungsweise gibt es noch, beziehungsweise gab in der Form. Ich wollte seit Ewigkeit mal wieder eine Folge zu Life in the Woods machen. Mehr oder weniger, um zu gucken, was auf dem Server noch alles passiert ist oder so ein bisschen abschließend für die eigenen Sachen, die man da so macht. Allerdings gab es ein Update für das ganze Krams, aber das Update ist nicht auf dem Server drauf und irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich kann mich da nicht einloggen, vielleicht wird es irgendwann nochmal funktionieren, vielleicht muss ich auch nochmal die ganzen Dateien da quasi zurückdrehen, dass es auf der alten Version läuft, ich weiß es nicht, aber eine Sache, die ich schon sehr viel zu lange gemacht habe, beziehungsweise sehr viel zu lange vor mir hierher geschoben habe, ist einfach mal wieder die alte, klassische Minecraft-Vanilla-Welt mir anzugucken, die über 800 irgendwas Folgen bisher entstanden ist auf dem Kanal hier. Von daher, ja, die letzte Aufnahme war am 15.11.2015. Es ist schon ein Weilchen her. Man sieht auch, dass es eine alte Welt ist. Ach, hatte sogar ein Vorschaufenster. Es ist ein bisschen älter. Version war, glaube ich, 1. War das 1.9? Oder ich glaube, es war noch 1.8. Ich hab keine Ahnung. Es ist lange her. Etliche Monate und ich habe gerade mal ein Sekündchen hier mal reingetreten in die aktuelle, beziehungsweise in die Welt, um zu gucken, wo ich eigentlich starte und zu gucken, ob das Spiel überhaupt richtig eingestellt ist, weil ich habe das zwischendurch gar nicht installiert gehabt, zumindest nicht auf der Version hier. Ich musste erstmal gucken, Moment, wo bin ich eigentlich hier? Was ist das hier? Ja, ich habe es herausgefunden, beziehungsweise ich habe mich erinnert, hier sind Pferde. Wir hatten hier mal so einen Pferdestall gebaut, der noch nicht so ganz fertig ist. Aber meine Güte, holy moly, ist das lange her. Aber so richtig lange. Und ich sollte da jetzt nicht runter. Es hat sich ein bisschen was getan hier an der Minecraft-Version selber. Man kann die Waffen, man muss die Waffen anscheinend erstmal, hier ein bisschen, man hat eine gewisse Stärke und sowas. Ich habe allerdings keinen blassen Schimmer. Achso, Angriffsgeschwindigkeit, aha. Falls jemand meckert, ich habe keinen blassen Schimmer von der 1, weder von der 1.9 noch von der 1.02 ist das hier, von der 1.10.2. Ich habe keinen blassen Schimmer, so richtig überhaupt nicht. Kann man nicht mehr blocken? Man braucht ein Schild, glaube ich, ne? So, ist im Moment kein Texturenpack drauf, weil warum auch, ne? Das ist ja auch schön hier. Ne, ich muss mal gucken. Vor allem, was ich gucken muss, ob ich dir noch ein paar weitere Sachen zeige und mache. Da bin ich mir im Moment noch echt nicht ganz sicher. Weil ich habe das einfach mal ausgegraben, einfach um mir doch noch mal die Gegend anzugucken. Vielleicht habe ich spontan neue Motivation und Lust, da was zu machen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie sehr ihr denn daran interessiert seid, ob ich aus dieser Welt wieder ein bisschen was machen sollte. Denn den Sound geändert. Irgendwann mal, vor wahrscheinlich 3 Jahrhunderten. Ja. Ich muss sagen, so ohne Texturenpack, ohne Shader läuft das Spiel absolut flüssig und fluffig. Das ist bei Minecraft, kommt das Gefühl selten vor. Hallo? Deswegen, das ist schon mal ganz cool. Aua. Hey! Oh, okay, ich sollte da. Ach, der. Stimmt, den Berg gibt's ja auch noch. Ich muss mich mal kurz ins Bett legen hier. Meine Güte. Ich habe komplett vergessen. Also, ich habe eigentlich nicht komplett vergessen, wie die Welt aussieht. Wahrscheinlich werde ich mich an sehr vieles einfach so erinnern, aber es ist halt lange her. Vor allem die Dimensionen, wo halt was ist. Ich meine, hier ist ein Weg. Ich hatte vorhin nur geschaut hier dahin. Da war allerdings der Berg verdeckt von dem Baum. Von daher, das ist schon mal interessant. Ich habe da noch so kleine, da wo die einzelnen Blöcke zusammengesetzt sind, sind im Moment so komische Grafikdingens. Kann man bestimmt ausstellen, kann man bestimmt irgendwie wegmachen. Stimmt ja, die Mühle. Also es wird jetzt eine Folge, die nur aus Rumlaufen besteht, ne? Mal so gesehen. Und der Berg halt da oben. Die letzten Male halt wirklich immer nur mit Texture Pack angeschaut. Und ich hätte auch theoretisch gerne wieder Shader drauf. Beziehungsweise das normale Vanille-Texturenpack mit Shader finde ich eigentlich eine schöne Kombination. Finde ich eigentlich immer tatsächlich ganz nett. So, das arme Schaf hier. Ist hier in dieses Gefecht mit eingewickelt. Ich hätte gerne Shader drauf. Ich muss vor allem dieses Gekrissel, das muss ich mal wegmachen. Ach, hallo. Meine Hüde. Meine Holy Moly, wollte ich sagen, aber es wäre falsch gewesen. Der Berg. Ich muss mal die Wolken hier. Kann ich das hochstellen? Nee, ich habe nicht mal irgendwelche anderen Sachen drauf. Das ist komplett, also vanilliger geht's halt wirklich nicht. Meine Güte. So, schön. Gut, hier ist der alte Bauernhof.
mit der Erdmulde hier für die Schweine. Für die vielen kleinen, schnuffeligen, fluffeligen Schweine. Meine Güte. Doch, ich glaube, ich muss hier nochmal was weitermachen. Hier, da oben sind noch so ein paar Baustellen, die noch nicht fertig sind. Ich will aber jetzt nicht versprechen, das habe ich auch komplett vergessen, dass hier so ein Ding ist. Das habe ich wirklich vergessen. Ich will jetzt nichts versprechen, dass es hier jetzt wieder regelmäßig Minecraft geben wird. Aber ich finde es zumindest mal interessant, hier nochmal wieder durchzulatschen. Falls ihr, also vielleicht kennt ihr die Welt ja gar nicht. Vielleicht seid ihr relativ neu hier auf dem Kanal, man weiß es nicht. Und denkt euch, ja, guck mal, ach, Minecraft, habe ich schon mal von gehört. Klicke ich mal drauf. Ich brauche eigentlich nicht in die Häuser reingehen, weil Inneneinrichtung gibt es nicht. Bis auf so ganz klein ein bisschen was. Warte mal, ach, ah. Ja. Ja. Ich erinnere mich. Ach, guck mal. Da drüber ist nämlich eine Monsterfalle. Ich sollte da nicht rein. Da ist eine Monsterfalle. Man sieht, sie funktioniert. Ne? Also die ganzen Monster werden in den Nether reingeschwupst. Und dort werden sie vernetert. Beziehungsweise dort kann man sie dann schon abfarmen. Das machen wir auch noch gleich. Beziehungsweise gehe ich gleich mal hin. Ja, ich mache das mal wieder zu hier. Das ist geil. Da ist halt einfach eine Spawning-Plattform, die anscheinend immer noch gut funktioniert. Also das ist schön. Eine Spawning-Etage. Das ist super. Ja. Ja, Shader drauf wäre halt wirklich gut. Hier, wie gesagt, es wird jetzt einfach nur eine Rumlauffolge. Ich weiß, wahrscheinlich wird die letzte Folge auch genau sowas gewesen sein. Die Mühle. Mhm. Immer noch ein fantastischer Ort dafür. Und ich finde die auch immer noch ganz schnuffelig und schick. Ist ganz cool. Hat so ein bisschen was. Das eigentliche Prachtstück allerdings, der Berg, ist immer noch schön. Meine Güte. Hat was. So leise. Ich habe eigentlich die Musik angemacht. Da gehen wir gleich noch hoch. Da unten ist die eigentliche Hauptbutze. Ja, also ich versuche mal, dass ich nicht allzu lange hier überall stehen bleibe. Der alte Fluss hier. Und der Berg ist im Prinzip das, an dem ich ja Ewigkeiten oder an dem ich wirklich gestartet bin. Und auch ein Hund. Ja, guck mal. Das haben wir auch schon öfter mal umgebaut. Das sieht ohne Texturenpack auch sogar okay aus. Meine Güte. Hier der alte Ofen da. Die ganzen Dingens hier. Ach stimmt, hier war ja die Station, die habe ich ja umgebaut. Haha. Das habe ich irgendwie gefühlt, also es funktioniert, aber das habe ich gefühlt nie benutzt, den Automatikofen hier. Aha. Aha. Ja, schön, besonders, also formschön. Da kann man auch in der Entfernung nochmal so ein paar Sachen sehen. Die Sichtweite ist halt gerade mal auf 20 Chunks, glaube ich, hochgedreht. Ja. Ist ganz schön dunkel, das Spiel, ne? In dem Bereich haben wir nie irgendwas Sinnvolles gemacht. Da ist auch nochmal hier so ein kleiner Weg, wo man die Monsterfalle... Das war die alte. Die alte Spawning-Geschichte hier. Meine Güte. Da gehen wir gleich hin. Beziehungsweise wann anders hin. Meine Güte, ey, das ist... Hier hat Zombie mal gewohnt. Ja, da habe ich es ein bisschen kaputt gemacht damals. Seinen Pool, seinen Lava-Pool hier. Der Lava-Pool aus Liverpool und sein Sarg. Ja, lang ist her, meine Güte. Damals. Ich glaube, den Server, wo das Zeug drauf war, habe ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, der läuft genau heute ab. Da, wo die Sachen drauf gewesen sind, beziehungsweise wo wir gemeinsam gespielt haben. Ja, hier ist auch nicht ernsthaft was passiert. Zweite Etage. Also da hat der DK gewohnt. Ich sollte was essen. Eine Öfenkartoffel. Meine Güte, da hat die Honeyball hier ihr Zimmer gehabt, hier vorne. Sieht ohne Texturenpack auch irgendwie so ein bisschen komisch aus. Ganz wie Brauereistände. Ein Bett schön in der Wand, ne? Schön eingelassen, damit man es bloß nicht zu gemütlich hat. Geht ja nicht. Meine Güte, ich muss da gerade mal... Ah, nee, da hat der Basti sein Zimmer gehabt. Ja, man sieht's. Schön. Form schön. Ein Traum. Achso, hier geht's runter. Es ist schön. Und da ist alles hier halt alles wirklich im normalen Survival-Mode gebaut und aufgebaut und abgebaut. Da war der Falldreher in seinem Zimmer. Hier drinnen halt, ne? War hier so ein riesiges... Warte mal. Das Loch war, glaube ich, nie komplett offen am Anfang, ne? Hier ist die Spawning-Geschichte. Halt mit dem Spawner und dann auch in den Untergrund abgetüdelt. Da geht's auch noch runter zu einer Spawning-Etage. Hier oben halt einmal durch den Berg durch nach oben. Hier auch schön, ne? Mit Blick nach unten. Stimmt, hier habe ich das auch mal weiter geöffnet, der ganze Krams. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss mal kurz nach oben gehen. Ich denke mal, ich werde nicht komplett an allem jetzt vorbeirennen hier. Aber an so ein paar Sachen zumindest. Also es ist schön, dass man wieder zu sehen hier.
und auch so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen natürlicher, ursprünglicher zu haben. Achso, hier war noch ein anderes Zimmer, wo quasi nichts drin ist. Ursprünglich halt durch keinen Shader, keine Texturenpack, kein gar nichts drauf. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich daran rumgewerkelt habe. Aber alles davon ist wirklich im Let's Play entstanden. Das war das erste Haus hier oben. Und der Berg kommt mir irgendwie gar nicht mal so hoch vor gerade. Er ist zwar schon hoch, aber es gibt mittlerweile sehr viel höhere Berge. Okay, die Wolken sind trotzdem hoch genug. Das ist auch eigentlich ganz cool. Ich glaube, fertig ist es auch noch nicht so ganz. Ich glaube, zum Teil, ne? Sieht immer noch sehr schief, sehr schräg aus da vorne. Da fehlt noch was oben drauf. Es hat schon was, ne? Es ist schon nett. Es hat schon seinen gewissen Reiz, sag ich mal. Die alte Ruine hier. Ha! Okay, da ist die Schwerkraft. Sie ist auch noch da. Soll das so? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Autsch! Hi. Au. 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 Stimmt, irgendwann habe ich hier mal durchgegraben. Und wollte denn hier noch irgendwas machen. Hat super funktioniert bisher. So. Schön. Wahrscheinlich wird die Folge eh... Halt! Ich wollte gerade sagen, ist das Spiel abgestürzt? Wahrscheinlich wird die Folge eh viel zu lang werden. Das war die Landeplattform hier, die inspiriert war aus Atlantis 1. Das alte Adventure, was auch auf dem Kanal als Let's Play erschienen ist. Immer noch sehr schick, finde ich. Hat immer noch was... Also falls ihr da mal reingucken wollt, Atlantis, ne? Da sieht man direkt in der Intro-Sequenz, sieht man das Ding. Es ist ein bisschen größer im wirklichen Spiel, aber es ist trotzdem auch, es geht in die Richtung. Ah, stimmt, hier war das, ja. Hier habe ich nie irgendwie ernsthaft was gemacht. Da geht's runter, da gehen wir gleich mal hin. Genau, hier wollte ich auch immer noch mal was reinbauen. Und da ist dann genau nichts außer einem Aufgang. So, ist jetzt quasi ein bisschen Speedrun durch die Welt. Ach, guck mal, da kommt das Wasser endlich an, weil das Wasser oben geschmolzen ist. Glaube ich mal, befürchte ich mal. Treffe ich das Wasser? Yikes! Ja. Wir machen das mal so. Ah, ne, hier habe ich gerade mal kein Dings. Kein Karren. Muss man. Warum habe ich hier durchgegraben? Ah, stimmt ja. Hier sind ja die hängenden Dinger, beziehungsweise hier wollte ich auch noch mal außenrum. Da so ein Hauch von Ruine. Da hinten ist noch ein Haus, im Wald, beziehungsweise im Dschungel ist auch noch was. Meine Güte, was wir alles gemacht haben. Furchtbar. Schön. Der Bereich hier ist immer noch so ein bisschen, bisschen sehr ruinig. So. Ja? Ups. Ich will zurück. Ah. Oh. So rum. Hey, ich hoffe, das funktioniert noch. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ja. Hey! Keine Ahnung, ob das mittlerweile einfacher geht. Nicht auf den Schienen stehen, Schwein. So. Da gab es diesen kleinen Miniaturpark. Felder. Unendliche Weiten. Und das alte, sehr alte Schafshaus hier. Ups. So rum. Wunderbar. Hier ist auch keine. Da ist eine Enderkiste. Müsste. Warte mal, wo. Da ist sie. So. Warum habe ich TNT dabei? Ich habe keinen blassen Schimmer. Da hinten ist noch ein Haus, das ist aber komplett unwichtig. Sagen wir es mal so. Doch, wir gehen ja mal vorbei. Das alte hier, das ist die alte Bruchbude. Da müssten noch Hühner drin sein. Da müssten echt noch Hühner drin sein. Also es ist ein Träumchen. Da war ich mir nicht sicher, wie ich das Dach machen will. Also habe ich Bäume drauf gepflanzt. Ach, guck mal. Ach, geil. Hallo. Ist da noch was drin? Oh, Schneebälle. Natürlich. Mal ganz ehrlich, was auch sonst. In einem Haus, in dem Hühner wohnen und das Dach aus Bäumen besteht, natürlich müssen da Schneebälle in der Truhe sein. Natürlich. Ja. Ja, die Sicht, vor allem in der Nacht, die Sicht auf den Berg ist schon super. Muss man nochmal feststellen. Es hat doch was. Es hat seinen gewissen Reiz. Ohne mich da selbst loben zu wollen, aber ich glaube, das ist schon ganz gut gelungen. Ja. Das ist ein Träumchen hier. Herrlich. Ich bin dafür, dass es schön ist. Auch die Brücke, da gefällt mir immer noch gut. Ja, das sind halt etwas größere Projekte, ne? Die dann letztendlich auch so einen gewissen bleibenden Eindruck haben. Ich glaube, ein Problem, was ich oft gehabt habe, dass ich zwar irgendwie größere Sachen gemacht habe,
aber die entweder sehr lang gedauert haben oder man irgendwann die mal so pausiert hat, dass die irgendwann doch nicht fertig geworden sind. Und ich sollte mich pennen legen. Falls ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier wieder, ob ich hier nochmal öfter reinschauen werde, ob ich hier noch öfter was machen werde. Ich kann mir das gut vorstellen gerade mal, jetzt wo ich hier langlaufe, dass ich da so ein paar vielleicht neue Inspirationen habe, beziehungsweise nach diesen 8 Monaten oder 9 Monate, was es jetzt sind, dass man da vielleicht so ein Tickchen mehr Ahnung hat, was man vielleicht machen wollte. Oder auch wieder neue Lust geschöpft hat, nachdem es mit dem Live in the Woods ja eigentlich ganz nett war, aber gefühlt ab einem gewissen Punkt auch nicht wesentlich anders war als das mit dem Vanillezeug. Dass man hier einfach nochmal ein bisschen weiter schaut, ein bisschen was weitermacht. Vielleicht, ne? Ich will nichts versprechen. Also sehr großes vielleicht. Komme ich da hoch? Nein. Au! Wo komme ich denn hier hoch? Habe ich hier einen sinnvollen Aufgang gemacht? Ja, habe ich. Okay. Und zwar, Moment. Das wohl fancyste Dach, was ich gebaut habe. Was man von hier unten aus nicht sieht. Hier so ein kleines Dschungelhaus. Ich werde mich mal kurz ins Bett packen. Wenn ich denn ein Bett finde. Achso, der Innenbereich hier. Kam mir irgendwie, hatte ich größer in Erinnerung. Aber gut, was soll's. So. Auch total toll innen eingerichtet, ne? So wie sich das gehört. Hi. Achso, ich habe ja auch einen Bogen. Klappt super. Ich kann das. Ich kann das. Bogenschützen ist meins. Ich kann meinen Bogen schützen. Na komm raus, du Stück. Hallo? Weh, ich kann trotzdem nicht schlafen. Nops. Nops. Weil er die Aggro auf mich hat. Ich kann auch weitergehen. Also so ist er nicht. Ich glaube, da unten kommt er nicht wieder weg. Da gehe ich halt weiter. Ist immer noch eine nette Veranstaltung hier. So, eins der weiteren Häuser hier noch, die relativ zuletzt entstanden sind. Dieses etwas windschiefe irgendwas. Was ein bisschen sehr windschief ist. So ein kleines Fischerhütchen. Ich werde mich mal kurz hier ins Bett packen. Ich hoffe, ich habe hier ein Bett. Zwei sogar. Oh, Deluxe. Und ich glaube, so wahnsinnig viel mehr, glaube ich, kann man und muss man gar nicht zeigen hier. Wir können nochmal gleich kurz über die Welt fliegen und dann nochmal gucken. Auch von hier nochmal Sicht auf den Berg. Was war da oben noch? Achso, einfach nur noch hier so ein weiteres Etagchen. Genau so heißt das. Eine kleine Etage ist ein Etagchen. Kann man super aussprechen. Ist auch super für Leute, die die deutsche Sprache lernen. Hey, what's this? It's an Etagchen. Ja. Aber man kann noch so viel machen. Es gibt so eine schöne Gegend hier, beziehungsweise... Okay, das sieht von hier sehr furchtbar aus. Warte mal. Geht das so? Die Berechtigung, warte mal. Ich muss mal kurz cheaten hier. Na, wo ist es? Yay! Ich kann fliegen. Wie kommen wir. Ach, mit Shift kommen wir wieder runter. Ja. Sieht von oben besser aus als von unten, muss ich ja sagen. um es nochmal einfach gezeigt zu haben hier. Aha. Hier, das Dach, ne? Schön hier sehr naturbehaftet. Mit Grasblöcken da drinnen. Es ist schon nett. Es hat schon einen gewissen Reiz. Die Brücke natürlich sehr übertrieben. Und schön aus hellem Holz. Hier unten halt nochmal diesen Ausleger. Ich habe noch keine Ahnung, was ich damit oder was es eigentlich sollte. Wahrscheinlich einfach nur ein Sprungbrett, dass man ins Wasser kommt hier. Man müsste eigentlich nochmal im Berg nochmal oder unter Wasser nochmal irgendwie was machen. Oder vor allem hier nochmal so ein bisschen ausbauen, ein bisschen schöner machen. Diese Doppelschlucht ist immer noch super hier unten drin. Da unten geht es auch nur in die Spawning-Etage. Ich muss noch in den Nether. Das muss ich auch nochmal kurz zeigen. Dass man da nochmal kurz ein bisschen Erfahrung sich abgreift. Ansonsten haben wir es gesehen, da oben der Berg. Achso, die Erntemaschine. Ach, da waren wir auch noch gar nicht. Hä? Moment. Ich mach das mal hier, ne? Mit dem Fliegen, damit es schneller geht. Es hat schon was. Ich glaube, es gab schon etliche Videos, wo ich hier drüber geflogen bin. Es wird halt ja auch nicht weniger. Stimmt, hier war ich auch noch gar nicht in dem ganzen Bereich. Ich habe echt noch nicht... Also gut, ich habe die Hälfte erst gezeigt, glaube ich, von dem, was wir gemacht haben. Die Erntemaschine ist auch immer noch schön, finde ich. Hat immer noch einen gewissen ästhetischen Aspekt und funktioniert auch.
Ich möchte sie gerade mal nicht benutzen, weil dann müsste ich den ganzen Quatsch neu anpflanzen. Aber die funktioniert immer noch ganz super. Da kommt dann oben dann hier Wasser raus und dann pullert das ganze Zeug da runter. Und dann wird das unten hier von Trichtern in Minenkarren gepackt. Und dann kommen die Minenkarren am Ende hier raus und man kann das sich alles einfach aus der Dingens rausnehmen. Und dann kann man hier einstellen, was man da genau von ernten will. Das war schön. Keine Ahnung, welche Folgen das gewesen sind, wo ich das gebaut habe, aber es ist schon ein bisschen her. Das ist hier das halbfertige, der halbfertige Pferdestall mit Haus dran. Ja. Das hier, das Haus im Wald, das Hexenhaus. Aus heutiger Sicht ziemlich winzig, muss ich ja sagen. Aber immer noch ganz schön. Vor allem in dem Holz hier. Da unten der Eingang zum Nether. Gehen wir jetzt mal kurz hin. Mal gucken, ob das Spiel abstürzt. Bin ich mal sehr gespannt. Achso, warte mal. So. Da ist spontan die Musik zu Ende. Ich hoffe, ich überlebe. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Aha. Ah. Ruckel. Sehr gut. Das könnte... Wir werden das Ruckeln gleich mal beenden müssen. Ah. Ich gehe mal zu Fuß hoch. Ich weiß, warum es ruckelt. Wir werden es gleich sehen, warum. Deswegen habe ich TNT dabei. So, schön. Da oben ist nämlich der andere Ausgang vom Netherportal. Ja, hier ist ein bisschen Nether, ja, ne, Krams und so. Hier ist der Ausgang vom Netherportal. Beziehungsweise von, ich glaube, 4 Spawning-Geschichten. Meine ich. Ich habe doch kein TNT dabei. Zumindest sind da ziemlich, ich weiß nicht, wie viele da sind. Wie sieht man das, F3? Sind das 600 Monster? Ich weiß es nicht. Das wäre ein bisschen sehr viel. Es ruckelt zumindest wie Sau. So, ich hoffe mal, das TNT funktioniert noch so wie früher auch. Ich muss mal kurz, ein bisschen Erfahrung holen hier. Das war schon mal falsch. Wie geht denn das heute? Hallo? Muss ich einen Hebel haben oder was ist da los? Früher kann man das, glaube ich, einfach. Warte mal. Früher kann man das, glaube ich, einfach so anhauen. Dann mache ich mir halt einen. Wie geht ein Hebel? Nee. Hebel. Dann machen wir es halt verschwenderisch. Ich habe doch keine Ahnung mehr von dem Spiel, mal ganz ehrlich. Ah! Und? Und? Da hat zumindest ein Teil zerlegt. Erfahrung? Bekomme ich Erfahrung? Hallo? Bekommt man keine Erfahrung mehr, wenn man TNT benutzt? Oder was? Ich wäre traurig. Ich wäre sehr traurig. Ich muss zumindest mal hier so ein bisschen aufräumen. Und? Es wird zumindest ein bisschen leiser. Wir bekommen echt keine Erfahrung mehr. Außer schade. Au. Die heilen sich. Jetzt läuft es auch wieder flüssig. Jetzt sind es auch sehr viele Monster weniger. Hallo. Tja, so viel dazu. Schön. Schade, dass es keine Erfahrung mehr bringt. Hm. Oh. Zumindest läuft es wieder ein bisschen fluffiger, das Spiel. Das war ein bisschen sehr viel zu viel des Guten. Das war auch ein ziemlicher Krampf, dass ich da die ganzen Netherportale genau auf das quasi als Ausgang hinlege. Das war ein bisschen anstrengend. Na, so. Das Haus hier halt. Dann da noch ein Haus, wo nichts drin ist. Dann da noch ein Haus, was ziemlich hässlich ist und wo nichts drin ist. Das ist echt ziemlich hässlich. Meine Güte. Das ist schön hier. Da ist sogar Inhalt drin, das kleine Gasthaus hier. Sogar hier mit Inneneinrichtung und Krams und sowas. Mit einzelnen Betten und hier, ne, schön alles gemacht und so. Huiuiui. Und da fehlt ein Block. Yay. Zumindest gibt's das alles. Und die Kirche, die noch nicht so ganz fertig ist. Das Dach ist immer noch super, finde ich. Beziehungsweise ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Von innen ist es natürlich auch nicht fertig. Natürlich nicht. Und von hinten ist es auch nicht fertig. Da ist noch so halb offen hier. Sieht
Ja, müsste ich vielleicht mal zumachen. Sagen wir es mal so. Vielleicht muss ich dann mal meine Ansprüche ein bisschen zurückschrauben und das einfach mal zumachen. Das ist eine Schmiede, glaube ich, ne? Mit dem Texturenpack sieht das Dach sehr furchtbar aus, muss ich ja sagen. Hier unten halt so ein bisschen Schmiedekrams. Ist schon okay, würde ich sagen. Ja, kleine Stadtmauer. Er lädt die ganze Zeit nach, deswegen ruckelt das gerade ein bisschen. So ein Mäuerchen hier außen. Also ist schon, es hat schon einen gewissen, Reiz und Wert, sag ich mal. Da hinten ist auch irgendwo ganz ein Haus. Da sind noch irgendwie ein, zwei Sachen. Das ist schön und gut, will ich jetzt gar nicht mal hin. Stattdessen würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Wie gesagt, keine Ahnung, ob da bald noch mehr kommt. Ich muss mal gucken, ob man da vielleicht wieder was aufbauen will, weiterbauen will. Und wenn, dann wüsste ich nicht, wie lange der Reiz dann halten würde, ne? Mal insgesamt gesehen. Wir haben zumindest einiges gemacht über die Zeit. Und ich wollte einfach nur nochmal hier so einen kleinen Einblick geben, was hier also alles los war, beziehungsweise ist, wie es denn heute noch aussieht. Tja, schön, ne? Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei einer Runde Minecraft. Vanilliger, wie es nur irgendwie sein könnte. Und ich werde hier gleich runterfallen. Bis zum nächsten Mal, wann auch immer, was auch immer, wobei auch immer. Tschüss!